der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Wir reden heute zu dem spannenden Thema Männer. Ist jetzt nicht ganz so überraschend bei dem Podcast-Titel Männer mit Seele, aber der Titel für dich lautet heute Männer, Freundin oder Feind? Und ich darf dir das gerne erläutern, wie ich auf diesen Titel gekommen bin. Ich war in den letzten Tagen bei meinem Hausarzt und habe mir da irgendwas, ein Rezept oder so abholen wollen oder müssen. Und wurde dann aufgefordert, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Und da lag dann so ein Riesenberg an Zeitschriften. Und ganz obendrauf lag die Zeitschrift Freundin, also so eine typische Frauenzeitschrift. Und normalerweise kaufe ich keine Zeitschriften, lese keine Zeitschriften, so wie ich keine Nachrichten oder Radionachrichten höre. Aber naja, ich habe da mal so drin gestöbert und sehe da auf der Titelseite, sehe ich, dass es da ein Thema zu Männern gab mit der Überschrift. Jetzt mal ganz ehrlich, Männer. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Wie tickt ihr wirklich? Und da wurde ich natürlich hellhörig, wo ich denke, oha, was ist denn das für ein Bericht? Und allein schon bei der Frage, jetzt mal ganz ehrlich, Männer, wie tickt ihr wirklich? Da kam spontan bei mir die Gegenfrage, wieso wollt ihr das wissen? Zu welchem Zweck und zu welchem Nutzen? Ich will jetzt nicht ausnutzen sagen, aber ganz ehrlich, das war der erste Impuls, den ich dabei hatte. Warum will man das wissen? Warum will Frau das wissen? Oder warum wird in dieser Zeitschrift suggeriert, dass Frau das wissen will, wie wir wirklich ticken? Warum will man immer alles verstehen? Warum will man immer alles wissen? Wofür? Zu welchem Zweck? Um was damit zu tun? Kontrolle ausüben, sich sicher zu sein, zu berechnen zu können, auszufragen, auszuquetschen. Und ich nehme das Fazit dieses Podcasts schon mal vorweg. Warum lassen wir uns nicht gegenseitig, und ich will jetzt nicht gegen Frauen oder sprechen, darum geht es überhaupt nicht, aber warum lassen wir uns einfach nicht gegenseitig so, wie wir sind? In unserer unterschiedlich und Andersartigkeit. Warum haben wir nicht den Respekt, die Toleranz und Loyalität dem anderen Geschlecht gegenüber und deinen Partner, egal in welcher Art von Beziehung, zu deinem Chef, deiner Liebespartnerin, deiner Familienpartnerin, deiner Mutter, ihn so zu lassen, wie er ist, ihn so zu nehmen und anzunehmen. Ist das nicht die Form von Liebe und Respekt, wovon wir doch immer so gerne sprechen? Liebe als Definition habe ich in einem früheren Podcast mal genannt. Du darfst so sein, wie du bist. Ohne jeden Vorbehalt, ohne jede Bedingung. Und was suggerieren diese Fragen, auf die ich gleich dann noch näher eingehen werde mit einigen Beispielen? Dass man doch versucht, und nochmal, hier geht es jetzt nicht Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, sondern es geht mir einfach nur um diese Art von Diskussion oder diese Aufklärungsarbeit. Was soll ich für einen Sinn haben? Warum lässt man die Frauen nicht in ihrer Frauenwelt und die Männer nicht in ihrer Männerwelt? Warum lassen wir uns da einfach nicht gegenseitig in Ruhe? Ist es nicht so, dass Beziehung vielleicht Andersartigkeit und Unterschiedlichkeit ausmacht? Ist es nicht vielleicht die Balance, diese Spannung und dieser Spannungsbogen, der es ausmacht? Wenn wir doch beide gleich wären, wäre doch langweilig. Wollen wir das wirklich? Und wollen wir Männer das? Und ihr Frauen, wollt ihr das wirklich, dass wir mehr Erwartungen von euch erfüllen, mehr in eure Welt kommen, mehr euch verstehen? Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich so einen Mann? Und wollen wir Männer wirklich so eine Frau, die mehr in unserer Welt lebt als in ihrer eigenen, der als Frau, die einfach unterschiedlich ist? Und die wir doch vielleicht einfach so lassen können. Und
Jetzt möchte ich gerne noch, weil ganz ehrlich, es hat mich echt gewurmt, das zu lesen, wo ich denke, was soll das? Was soll diese Diskussion? Was soll diese Berichterstattung? Und dann hat man da diverse Experten dazu gezogen. Ja, da ging mir auch schon die Hutschnur hoch. Da hat man dann Männer, diese Experten, diese Männer haben dann Antworten gegeben. Psychologen, Psychotherapeuten, Paartherapeuten, Singletherapeuten. Wo ich denke, das soll der durchschnittliche Mann sein? Aus einer Beziehung, den man da fragen sollte? Diese Männer? Und ich sag dir ganz ehrlich, für mich war das echt Bullshit, was die da erzählt haben. Das ist für mich weder Durchschnitt noch Querschnitt. Das ist für mich ein extrem Verhalten. Und vielleicht hast du eine Vorstellung davon, von Psychologen und Therapeuten und wie auch immer, inwieweit du sie einem klassischen oder dir idealisierten Männerbild vorstellen kannst. Also ich kann es nicht. Für mich sind sie einfach speziell. Ich sage nicht falsch oder richtig, sondern für mich sind sie nicht der Durchschnitt Mann, der vielleicht mit diesem Bericht gemeint wird oder der in Beziehungen lebt, in Millionenfachen. Und aber was sie geantwortet haben, darauf will ich gar nicht eingehen, aber ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt, wo ich gesagt habe, wieso in Herrgotts Namen lasst ihr euch dafür prostituieren, als Mann in der Zeitschrift Freundin vielleicht ein Stück weit Popularität zu gewinnen, damit ihr da irgendwie, keine Ahnung, Publicity habt. Also ich konnte es nicht anders deuten. Ich habe echt nur kopfschüttelnd diese Berichte überflogen. Und da wurden dann Themen neben dem, ne, jetzt mal ganz ehrlich, Männer, wie tickt ihr wirklich? Das war die Überschrift und es wurden halt Themen besprochen, wie das Zusammenleben, Heirat, Sex und so weiter. Und zum Thema Zusammenleben gab es dann die Frage, liebe Männer, wieso streitet ihr so ungern und sitzt die Probleme aus? Ich frage mich, warum sollen wir denn gerne streiten? Ich frage mich, welche Strategie, welche Frage, welcher Sinn, welches Motiv steckt hinter dieser Frage? Ist es eine Erwartungshaltung der Frau, die gerne oder lieber streitet und lieber gerne redet als der Mann? Warum sollen wir in dieses Erwartungsbild gezogen werden? Wofür? Mit welchem Ergebnis? Wer sagt, dass das bessere Ergebnisse bringt, wenn das hier so als Missstand da? Warum streitet ihr so ungern? Es wird ja als Missstand, als Fehler, uns wird das ja als Fehler unterstellt. Ist es einer? Wer sagt denn, dass wir uns, wenn wir uns flockig reden, was Besseres bei rauskommt? Wer sagt das? Wo ist der Beweis angetreten? Was gab es denn noch? Merkt ihr wirklich nicht, wenn die Beziehung nicht mehr so gut läuft? Wer sagt denn, dass die Beziehung nicht gut läuft? Ja, aus welchem Blickwinkel wird denn diese Frage gestellt? Ist es der Eindruck der Frau in dem Moment, die der Mann dann teilen soll? Und ich betone nochmals, ich bin jetzt nicht gegen Frauen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Ich mag Frauen, ich liebe Frauen, gar keine Frage. Mir geht es nur um diese Art der Diskussion und Berichterstattung, was da in die Welt gesetzt wird, was damit geschürt wird. Liebe Männer, warum haltet ihr oft an einem traditionellen Rollenbild fest? Meine spontane Antwort, warum denn nicht? Warum soll ich denn ein traditionelles Rollenbild, was auch immer damit gemeint ist, eine Konstante, eine Art von Sicherheit, eine Art von Berechenbarkeit brechen? Warum soll ich denn irgendwas anderes tun? Wer sagt denn, dass da was Besseres gelingt oder gelingen kann? Wo steht das? Wo wird das gelebt? Wo ist der Beweis angetreten? Wieso soll immer alles ge- und verändert werden von dem, was da ist? Eine Tradition ist eine Berechenbarkeit, eine Sicherheit, die uns doch heutzutage auch im Beziehungsleben wichtig ist. Also das heißt, wenn du dich gut fühlst, dann ist es auch eine gefühlte Sicherheit und eine Tradition ist berechenbar, hat eine Sicherheit. Welche Art auch immer das ist oder ein Ritual. Wieso muss immer alles verändert werden heutzutage? Es passiert so viel. Warum sollen dann gewisse Konstanten verändert werden? Ich sage ja nicht, dass das alte Rollen mit irgendwas mit Unterdrückung zu tun haben soll. Darum geht es gar nicht. Aber warum denn nicht?
Und dann die Kernfrage, da bin ich echt zusammengebrochen. Wieso versteht ihr uns so oft nicht? Ja, genau. Dann geben wir doch mal die Frage zurück. Wieso fühlt ihr euch denn unverstanden? Die Frage können wir ja genauso gut stellen. Wieso versteht ihr uns so oft nicht? Weil wir eben anders sind. Weil wir beide anders sind. Und daraus muss man jetzt keine Wertung oder einen Vorwurf machen, weil wir beide anders sind. Und weil das so sein soll und auch soweit richtig ist. Und man kann sich darüber verständigen. Warum ist es nicht möglich, dass man sich über diese Andersartigkeit verständigt und einfach nur sagt, wie unterschiedlich man ist, wie unterschiedlich man fühlt. Ich fühle so, ich fühle so. Und das muss ja nicht im Gleichklang sein. Das einfach nur zu akzeptieren, man muss das ja nicht verstehen und auf gleicher Wellenlänge sein. Aber diese Andersartigkeit hinzunehmen, warum muss es immer eingeordnet, eingestuft und bewertet werden, anstatt es einfach mal stehen zu lassen, es offen zu lassen, diese Andersartigkeit? Ist das nicht die größte Form von Toleranz und Liebe und Respekt, die ich einem Partner und einer Partnerin entgegenbringen kann und sagen, ich lasse dich so, wie du bist? Ja, und es kann an diesen Stücken auch anders sein. Und es soll dann auch so sein, weil wir eben Frau und Mann sind, weil wir maskulin-feminin sind, weil wir gegenpolig sind. Und diese Pole müssen doch nicht unbedingt schmelzen oder verschmelzen. Eine Symbiose kann auch die Toleranz dieser Andersartigkeit sein. Ein gutes Kollektiv, ein produktives Kollektiv, wo unterschiedlichste Eigenschaften und Eigenarten ein wesentlich breiteres Ergebnis und eine we wesentlich breitere Basis darstellen können. Und sagen, ich kann das, was du nicht kannst und umgekehrt. Das ist doch ein tolles Angebot, was man gegenseitig nutzen kann und auch seinen Kindern bieten kann. Anstatt da immer im Gleichklang zu sein und zu verschmelzen in Harmonie. Was haben wir denn noch? Oh, liebe Männer, wieso ändert ihr euch einfach nie? Warum sollen wir denn? Kann ich das Gleiche wiederholen, was ich eben auch gesagt habe? Und eine Frage zum Thema Sex. Wie wichtig ist euch beim Sex, dass er uns erfüllt? Welche Verantwortung tragen wir denn da in dem Moment? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass ein erfülltes Sexleben stattfindet? Hat da nicht jeder den gleichen Anteil? Ist die Frage, warum redet man nicht darüber? Warum gibt man da, zumindest klingt aus dieser Frage heraus, dass da eine Verantwortung geschoben wird, laut dem Motto, ey, das ist dir doch scheißegal, Hauptsache du hast deinen Spaß und wie es mir geht, ja, da egal. Aber hat nicht jeder die gleiche Aufgabe bei einem Sexleben, ja, seine Kontrolle abzugeben, sich hinzugeben, damit Erfüllung, Orgasmus, was auch immer, stattfinden kann? Ist es nicht oftmals die Kontrolle, die man selber hat und auslebt, ob Mann oder Frau, nochmal vollkommen egal, die das möglich oder unmöglich macht? Jeder mit der eigenen Verantwortung und am besten gepaart mit einer offenen und ehrlichen Kommunikation, die vermutlich nicht so stattfindet. Sonst würden ja nicht so viele Fragen auftauchen. Und interessanterweise, liebe Männer, hege ich seit einiger Zeit schon den Gedanken. Und dieser Bericht in diesem Wartezimmer hat mir echt den Impuls gegeben, das jetzt wirklich umzusetzen, ja wieder Gemeinschaften gleichgesinnter Männer zu formen, Männerenergien.
Angebote zu machen, zusammenzukommen, sich zu treffen. Ich habe schon mit einigen Freunden, Bekannten, Klienten darüber gesprochen, das zu tun, weil da einfach viel zu wenig stattfindet, uns auszutauschen. Ja, und das, was uns auf der Seele liegt und Seele brennt, an Gefühlen und Emotionen und Empathien mal auszutauschen, unter Männern. Uns dort eine Energiequelle zu geben, zu wissen, da sind Gleichgesinnte, die kann ich anzapfen, mit denen kann ich reden. Daraus kann ich Kraft und Energie schöpfen, um diese auch, ich sag mal, sinnvoll in die Beziehung auch zu investieren. Ja, das heißt nicht gegen die Frauen zu arbeiten, sondern für eine Beziehung zu arbeiten. An sich zu arbeiten, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, die ebenso ein Interesse daran haben. Früher gab es Kneipen, Stammtische, wo man mal geredet hat. Heutzutage ist das alles isoliert. Diese Zusammenkünfte unter Männern sind so wenig geworden. Die vermissen wir. Wo gehen wir hin mit unseren Problemen? Ich höre das ja auch tagtäglich, wenn ich mit Klienten und Männern spreche, dass sie sagen, endlich mal ein Ort, wo ich mich austauschen kann. Und ich habe einfach die Vision und die wird jetzt in Kürze umgesetzt und da darfst du auch gespannt darauf sein, sowas zu schaffen, so ein Angebot zu schaffen. Ein unverbindliches, ich will da nichts verkaufen, sondern ich möchte gerne, dass die Männer wieder zusammenkommen, miteinander reden und Austausch haben, eine gute Zeit haben, mal eine Auszeit haben, um dann wieder, ich sag mal, auch gestärkt und mit einer guten Energie in ihr Alltagsleben, in ihr Beziehungs- und Berufsleben zurückzukehren. Immer die Möglichkeit zu haben, hey, da sind Menschen, da sind Männer, da kann ich drauf zurückgreifen, die ich sonst vielleicht nicht so kennengelernt habe. Aber da auch einmal vorzugehen und zu sagen, ja, wo kann man das denn stattfinden lassen? Und da wird es in Kürze was geben. Und das war jetzt wirklich nochmal das Zünglein an der, heißt das so, Zünglein an der Waage oder der ausschlaggebende Impuls zu sagen, jawohl, und das wird jetzt umgesetzt. Es wird höchste Zeit, bei solchen Berichterstattungen, die weder für Frau noch Mann förderlich sind, da mal, ja, nicht was dagegen zu setzen, das ist Quatsch, aber für Männer und gesundes Männerdasein was zu tun, damit sie diese gesunde Männerenergie auch gesund in ihre Partnerschaften einbringen können. Also sei gespannt, was da in Kürze kommen wird. Dein Markus Lehmkuhl.